30,000, 30,000. Das zeigt, die Menschen haben die Schnauze voll von dieser unsozialen Politik. Und dieses Signal wird man hören bis nach München und Berlin. 30,000 Menschen, die unmissverständlich Sorgen machen, was wir von dieser Politik halten. Und für die kämpfen wir so lange, bis wir unser Ziel erreicht haben. Denn Gerechtigkeit ist etwas anderes. Wir brauchen eine Grundsätze für die Politik.
nehmen. Wir werden noch mehr werden. Das sollen Sie sich merken, Kolleginnen und Kollegen. Wir protestieren heute und übrigens schon seit vielen Wochen in den Betrieben, weil wir es leid sind, dass die Verursacher der Krise die Gewinner nach der Krise sind und dass die Leidtragenden der Krise die Arbeitslosen, die Rentner, die Arbeitnehmer, die junge Generation, die Familien und unsere Kinder, die Geschädigten auch nach der Krise sein sollen. Und deswegen sollten wir heute
sind. Kolleginnen und Kollegen, daran sollten wir Sie jeden Tag erinnern. Jeden Tag. Und es ist ärgerlich und teilweise auch verlogen. Jetzt nach der Krise fahren insbesondere die Unternehmen Rekordgewinne ein. Alleine die DAX-Unternehmen mit einem Zuwachs von 73%. Die Aktionäre erhalten überdimensionale Dividenden. Und übrigens der Staat Bundesrepublik Deutschland nimmt auch 81 Milliarden Euro mehr ein.
Arbeitnehmer sollen 45 Stunden in der Woche arbeiten. Sie sollen auf Urlaub und auf Feiertage verzichten. Und sie fordern die Rente mit 67 und manche sogar schon die Rente mit 73, Kolleginnen und Kollegen. Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen
Kolleginnen und Kollegen, an der Stelle auch ein Stück Aufklärung. Die Frage der Rente und der Finanzierung hat überhaupt nichts mit der Demografie zu tun. Sie hat nur damit was zu tun, wie der gesellschaftliche Reichtum in Deutschland von oben nach unten richtig verteilt wird. Damit hat es was zu tun. Und dass das alles übrigens geht, möchte ich auch noch mal daran erinnern. Ja, verdammt noch mal, wenn für die Banken schon 480 Milliarden da waren, ja, warum dann nicht für unsere Rentnerinnen und Rentner? Kolleginnen und Kollegen, ein weiteres Opfer der Marktradikalität in Deutschland sind die Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer. Während der Krise in den letzten 2 Jahren wurden Hunderttausende auf die Straße gesetzt, obwohl sie bei gleicher Arbeit 30-40% weniger Entgelt bekommen als die Stammbeschäftigten. Jetzt im Aufschwung steigt die Zahl der Leiharbeitnehmer wieder kräftig an. Zurzeit auf über 900.000 in Deutschland und ca. 200.000 in Bayern mit steigender Tendenz. In einigen Branchen liegt der Anteil der Leiharbeitnehmer mittlerweile bei 10% und es gibt Betriebe, wo mittlerweile 40-50% nur noch in Leiharbeit arbeiten. Kolleginnen und Kollegen, wo soll das eigentlich enden? Das wollen wir nicht als Gewerkschaft. Kolleginnen und Kollegen, der größte Skandal dabei ist, und das gilt vor allem für uns etwas die ältere Generation. Kolleginnen und Kollegen, es ist eine Schande in Deutschland, dass mittlerweile 54% der jungen Menschen bis 34 Jahren nur noch in Leiharbeit, Praktikum oder Befristungen ist. Das ist kein Zukunftsmodell, Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen sage ich an der Stelle auch klipp und klar, weil wir das nicht wollen. Sollten wir werden, diese Form der Leiharbeit mit aller Macht bekämpfen, und zwar so lange, bis dieser Spuk beendet ist. Wir wollen Festeinstellungen zu guten tarifvertraglichen Leistungen, Kolleginnen und Kollegen. Kolleginnen und Kollegen, auch wenn ich weiß, wie man mit einzelnen Worten umgehen kann, aber ich sage es trotzdem, die Leiharbeit, die wir zurzeit in Deutschland erleben, ist für mich eine neue Form des Menschenhandels, Kolleginnen und Kollegen. Dass 1949 dieses in Deutschland beendet worden ist. Hier sind wir an der Straße der internationalen Menschenrechte. Kolleginnen und Kollegen, dort ist eine Säule des Artikel 23. Und in dieser Säule heißt es, für gleiche Arbeit muss es das gleiche Geld bekommen. Ansonsten verstößt man gegen die Menschenrechte, Kolleginnen und Kollegen. Ich sage auch den Arbeitgebern, auch und in
jetzt entscheiden. Wollen Sie Flexibilität? Wollen Sie Produktivität? Wollen Sie eine erfolgreiche Industrie? Oder wollen Sie weiterhin auf diese Form der Leiharbeit setzen? Denn ich sage, Kolleginnen und Kollegen, wir werden wegen dieser Form der Leiharbeit keine Ruhe geben. Es wird auch ein Thema in den Tarifauseinandersetzungen der nächsten Monate und Jahre werden. Eine Gesellschaft aufgebaut und einen Sozialstaat durchgesetzt, um ihn jetzt von den Neoliberalen zerstören zu lassen. In Artikel 20 unseres Grundgesetzes heißt es, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Dort steht nicht, dass die Bundesrepublik Deutschland eine Marktwirtschaft ist, die alles den marktradikalen Kräften hinterlässt, Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen meine ich in dieser Frage auch um unsere Verfassung geht. Deswegen sage ich auch hier klipp und klar, wer unseren Sozialstaat aushöhlt oder zerstören will, ist ein Verfassungsstaat und dafür ist der Verfassungsschutz zuständig, Kolleginnen und Kollegen. Heute weiter. Und ich sage da auch meine ganz einfache und ehrliche Auffassung. Ich glaube, wenn wir hier heute auseinandergehen, dann sollten wir nicht zu lange warten, bis wir uns wieder treffen. Ich glaube, der Protest, der Widerstand muss ab sofort in aller Konsequenz weitergehen. Wir spüren, dass es mittlerweile weitere größere Protestaktionen in Deutschland gibt, insbesondere auch gegen die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke, was ich ausdrücklich unterstützen möchte. Deswegen brauchen wir einen langen Atem, um diese Kumpanei von Kapital und Politik zu beenden. Und deswegen gilt für mich ab heute Parlamentsentscheidungstage, ob über Leiharbeit, ob über Rente, ob dann, wenn es um die junge Generation geht. Diese Parlamentsentscheidungstage müssen zu gewerkschaftlichen Aktionstagen während der Arbeitszeit werden, Kolleginnen und Kollegen. Denn es gilt der alte Spruch, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Unter uns sind über 200 Kolleginnen und Kollegen von Mahle in Alzenau. Das Management hat entschieden, ihr Standort wird bis Ende 2010 geschlossen. Kolleginnen und Kollegen, die Mahle-Kolleginnen und Kollegen sind